Also ich bin der Marius, ihr seid gerade zu Gast in der Chapel Bar in Wien. Das ist so eine kleine versteckte Bar im Restaurant hinterm Westbahnhof in Wien. Die Chapel Bar gibt es seit dem Valentinstag 2019. Das kann man doch so als unser Konzept bezeichnen. Du siehst uns von außen nicht wirklich. Du musst wirklich ins Restaurant reingehen, das bei uns angeschlossen ist, oder selber suchen. Wir sind ganz klein, fein und gemütlich unterwegs. Die Idee ist, alle 3 bis 6 Monate nicht die Karte komplett zu ändern, sondern einfach ein paar Drinks auszutauschen. Das ist quasi eine lebende Karte ist, dass wir keinen kompletten Cut machen irgendwann, sondern dass sie einfach lebt von den Drinks, die Gäste auch bestellen. Da wir die Chapel Bar sind, spielen wir gerne mit diesen klerikalen Themen. Das heißt, wir haben bei uns in der Karte das Alte Testament, das Neue Testament, die 10 Gebote und die 12 Apostel zum Beispiel, wobei wir jede dieser Kategorien mit einem anderen Thema bespielen. Das Neue Testament zum Beispiel sind einfach alle 3 bis 6 Monate 4 neue Drinks, die wir ausprobieren, die dann irgendwann ihren Weg in die Karte finden zu den Geboten oder 12 Aposteln. Und das Alte Testament sind so Klassiker, die wir seit Anfang an auf der Karte haben oder die inzwischen schon Guest Favorites geworden sind. Wir haben mittwochs eine Martini-Karte, da gibt es halt 4 Martini-Variationen, weil wir auch viele Gäste haben, die klassisch trinken und klassisch bestellen. Das heißt, Negronis, Old Fashions, Sazerac, Martinis gehen bei uns genauso über den Tresen wie unsere Eigenkreationen. Der Beichtstuhl war so eines der ausschlaggebenden Dinge, warum der Chef gemeint hat, er möchte eine kleine Kapelle draus machen. Hat den irgendwann gesehen, gekauft, in die Bar mit eingearbeitet. Und unter Umständen kann es auch mal sein, dass euch die Beichte abgenommen wird. Diskretion ist unser höchstes Gut. Seid herzlich willkommen jedes Mal.